Moin! Ja, Wetter hält noch stabil, bis jetzt kein Regen gehabt. Rein theoretisch könnte ich jetzt los zum Grubbern, aber es ist natürlich immer ein Aber dabei. Die melden ab heute 16 Uhr, glaube ich, 10 mm Regen. Morgen Regen, übermorgen Regen, danach wieder Regen, also Regen die ganze Woche durch. Und wenn ich das jetzt aufgruppe, auch wenn das jetzt gut gehen würde, ja, ist das eine Suppe, ne? Ja, demnach machen wir heute andere Sachen und ich werde jetzt erstmal Reifen wechseln. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Frost mehr. Die haben ja schon kalte Temperaturen vorhergesagt, ne? Aber kein Frost. Wir ja, haben den gestern gerade gewaschen, sind nach Hause gefahren. Ein bisschen hat es geregnet, also so trocken ist es nicht geblieben. Ne? Also eine kurze Schauer gab es natürlich gleich nach dem Waschen. Ja, ne, ist ja gleich wieder dreckig. Was sollst du machen? Oh, dann nüdeln wir die mal lose. Und dann freue ich mich, wenn die auch wieder drauf sind. 19 war das. Ne? Ist das hier schon 19? Ja. Dann sieht das immer gleich alles schicker aus und auch macht auch gleich mehr Freude, finde ich. Ne? So, dann markieren wir die gleich nachher noch, dass sie wieder nächstes Jahr an die richtige Stelle kommen. So, die sind neu, die beiden Vorderräder. Dann sieht das gleich ganz anders aus. Herrlich. Ja, habt ihr schon alle Sommerreifen drauf? Oder wie ist bei euch die Lage? Also, ja, bei uns fängt das jetzt hier gerade so an, was ich so mitkriege, auch woanders. Nicht nur bei mir jetzt. Die ersten haben, die anderen noch nicht. Weil das Wetter einfach so beschissen kalt ist und nass und ja, das ist einfach so. Ihr habt ja geschrieben, bei euch da teilweise ist das schon so warm, Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe den Ofen angeschmissen, das war zu kalt. Du kotzt, ich hatte ihn ja aus und es war so kalt bei uns im Haus, es war so kalt. Oh, das waren fast frostige Temperaturen drin. Junge, Junge, Junge. Ja. Deswegen ist er wieder angekommen. Das nutzt ja nichts, denn ne? Da bringt ja nichts. Wenn man leicht vorziehen. So, dann können wir gleich noch mit Drehmoment anziehen. Sehr schön. So, das sieht doch schon mal besser aus, ne? Ach, ganz anderes Fahrzeug. Ja, und wenn wir nachher gleich noch aussaugen, wir nutzen den Tag heute, machen den mal ein bisschen schick. Öl nochmal kontrollieren. Obwohl, nee, das brauche ich gar nicht. Der hat ja gerade das Ölwechsel gekriegt. Aber Wasser, Wischwasser und sowas, alles top. Da wollte ich gerade meine Reifen markieren, aber mein Reifenkreide ist weg. Ich schätze, die Kinder haben mir die gemopst. Ja, muss ich nochmal nachfragen. Ja, weil die Sonne gerne. Ich bin immer ein Fan von. Jeder Reifen kommt wieder an die Stelle, weil wenn irgendwo was verstellt ist, schleißen die an der Stelle gleich ab. Ja, finde ich schicker. Ne? Gibt auch so Aufschraubdinger da, aber ich mache das lieber mit Kreide da. Das freut mich immer mehr. Ja, nun ist es vollbracht. Der Bulli ist nun hier einmal Sommerräder drauf. Ich habe ihn jetzt nochmal von außen gewaschen. Das hat mich doch geärgert, dass wir den gestern gewaschen haben und gleich wieder schmutzig. Ja, dann ist er doch einigermaßen sauber. Sonst, ja. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Kinder habt, so ein Auto sieht von innen aus wie Sau nach dem Winter. Ich habe den jetzt hier ausgesaugt und getan und ja, alles einmal ein bisschen aufgeräumt und die Gummis geschmiert. Hier diese ganzen Scharniere schön geschmiert. Das geht jetzt ja hier richtig schön
geschmeidig, ne? Vorne auch alles einmal ein bisschen sauber gemacht. Scheibenwasser nachgefüllt, Luft geprüft. Also ich habe ihn eigentlich einmal so richtig schön durchgecheckt, ne? Dass er jetzt für den Sommer einmal startklar ist. Ja, jetzt soll er nur ein bisschen trocknen noch. Dann will ich gleich noch hier eine Lampe tauschen. Hier hinten, das ärgert mich. Da geht nur eine Nummernschildbeleuchtung. Sowas hasse ich wie die Pest. Ja, und dann haben wir ihn einigermaßen sauber jetzt wieder und ordentlich, dass man damit dann auch, ja, mal ein bisschen unterwegs kann. Ne? Lange sauber wird er jetzt auch nicht bleiben bei dem Wetter. Das soll gleich anfangen zu regnen. Aber das Gröbste hat man dann noch schon mal. Das, ja, ich mache das eben einfach sehr, sehr gerne. Ne? Das hier bringt deutlich mehr Spaß, mit so einem Fahrzeug das dann zu bewegen, als wenn das so versifft und verdreckt ist. Oh, im Winter, das ist einfach mit den Schuhen und so, das ist nur schmutzig. Boah, fürchterlich. Nun kommen wir doch, hoffe ich mal, langsam zum trockenen Wetter hin, dass das dann auch ein bisschen geschmeidiger läuft. Einmal mal gucken hier, guck mal, die eine leuchtet, die andere nicht. Das ärgert mich extrem doll. Ich hasse es schon, wenn ich hinter dem Auto hinterher fahre, da geht nur eine Leuchte, ne? Am liebsten würde ich da aussteigen und schnell reparieren. Mache ich ja nicht nachgucken. Uiuiui. So schlimm kann das ja nicht sein. Mit den noch hier rauspopeln, ne? So, das war's. Dann leuchten ja auch wieder beide tipptopp. Dann bin ich doch wirklich zufrieden. Schön. Ja, ich räume hier gerade die Werkstatt wieder auf alles. Dass das schon mal ein bisschen aufgeräumt ist. Das Glasteil haben wir schon weg. Annika fährt jetzt schon in 926 rein, bevor das regnet. Ne, dass der einmal drin ist. Ja, und dann haben wir das alles, wie ich das wollte, noch vorm Regen geschafft. Sehr gut. Ja, dann soll hier noch die Beleuchtung ran. Dachte ich auf jeden Fall. Das irgendwie so hinkriegen. Ich glaube, da nehmen wir Federring oder. Ne, die müsste eigentlich gerade greifen, die selbstsichere Mutter. Weil wenn der Ring vorne nicht greift, bringt das alles auch nichts. Das können wir schon mal ransetzen. Die Kabelung, Verkabelung machen wir später. Aber dass das schon mal mehrweg sitzt, weil dann sind wir auch da wieder ein Stückchen weiter. Machen wir noch zwei Schlüssel. Mal gucken, dass das ein bisschen gerade sitzt. Ich habe die Löcher einen Tick größer gemacht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Sonst können wir das auch noch am Mähwerk verrücken, wenn wir die Kabel setzen. Aber dann ist das schon mal, wie gesagt, erledigt. So, dann kommt hier nochmal die Dichtung rein. Am besten immer unten zusammenschließen, ne, weil das Wasser ja tendenziell eher von oben sonst hereinläuft. Von unten läuft es ja nicht hinein. Na, bitte wenig, müssen wir nochmal ein bisschen strammer ziehen. Gleich ist zu lang, das ist so. Ne, irgendwie. Irgendwie ein bisschen kurz. Draußen fängt es jetzt an zu nieseln, wie schon erwartet. Ja. Und auch wenn es jetzt nicht regnet, ist es auch nicht schlimm, wenn ich heute nicht los bin zu grubbern. Dann geht er morgen auch umso besser, ne? So ist es ja nicht. Das habe ich mir so gesagt. Deswegen, ja, warten wir heute. Auch wenn ich liebend gerne jetzt mit dem Grubber heute losgelegt hätte. Das ist so. So, hier kommen schon mal Schraubenbeeren, können wir eigentlich auch schon reinsetzen. Ja, was man hat, hat man. So, da sollen wir die hier haben. Oh, sind die leer? Das sind die hier, ne? Genau. Und die.
Die, ne, das sind die Doppelfaden. Ja, da haben wir die auch nochmal. Dann haben wir hier. Die müssten das sein. Ja. Das sollte so sein. So. Und der hier unten. So. Dann haben wir das nämlich schon mit runter. Dann brauchen wir nur noch Kabel und einen Stecker mitnehmen nachher. Oder wir fahren das Mähwerk hoch. Das weiß ich nicht, wie wir es machen. Die Kabelverlegung ist auch. Sollst du auch richtig rumsetzen. Nicht so schlimm. Anschrauben. Zweite Schraube noch. Dann machen wir das gleich auf der zweiten Seite genauso. Und dann können wir das unten schnell anbauen. Dann sitzen die schon mal, bevor die hier noch irgendwie kaputt gehen oder was weiß ich. Ne, ist immer blöd, wenn das hier rumliegt, finde ich. Ist angebaut, das ist angebaut. Das kann ja nur noch an Ort und Stelle kaputt gehen. Ja, nun kommt der Regen auch. Wie bestellt. Was soll's machen, ne? Mann. Da werde ich die Leuchten anders tauschen. Da habe ich nur auch keinen Bock, die ganze Zeit im Regen hier zu stehen. Boah, das ist ja. Ja, kennt ihr eigentlich unsere kleine Ziege Heidi hier schon? Wir haben hier Nachwuchs bekommen. Und ja, leider hatte unsere Olga keine Milch und nahm das auch nicht richtig an. Das ist jetzt ein reines Flaschenlamm, trotzdem groß geworden, ne? Mit Rinderbüstmilch haben wir, also wir haben alles gegeben, oder Annika? Ja. Tag und Nacht. Ja, Tag und Nacht, richtig. Und ist auch durchgekommen, ne? Ist jetzt ja schon, wie alt ist sie? Ich weiß es gar nicht. Vom 21. März. 21. März, ja. Ne, Heidi? Ja. Ja, das ist jetzt unser kleiner Ziegennachwuchs hier auf dem Hof. Läuft schön an der Leine. Jo, Leute. Was war das doch gestern wieder für ein Regen? Oh, ich glaube, 15 Liter haben wir gestern gekriegt. Puh, da schwimmt wieder alles. Verdammt nochmal. Und wie sollte es nicht anders sein? Sollten wir nicht noch gestern unbedingt noch mit dem Bulli los? Ging nicht anders. Ja, auch wieder dreckig wie Sau. Ne? Kannst es ebenso gut sein lassen, so ein Fahrzeug zu waschen, ne? In dieser Zeit. Uah. Aber so ist es. Ja. Jetzt ist es gerade kurz mal trocken, ne? Aber ihr seht selber, das hat hier ordentlich Wasser gegeben. Das heißt, es war die richtige Entscheidung, nicht zum Gruppern zu fahren. Das wird einfach ein reiner Schmierkram. Wenn du geflügt hast, geht das ein bisschen besser. Das ist dann erstmal ein bisschen wasseraufnahmefähiger. Aber beim Gruppern, da hast du eben nur diese, weil ich auch Flachgrupper. Und das wird reiner Matsch, ne? Also da musst du schon bedacht losfahren. Und ja, das ist einfach, wie es ist. Ja, ne, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ich sage ja, Katastrophe dieses Jahr. Dieses Jahr ist noch schlechter wie letztes Jahr. Also Wahnsinn, hätte keiner gedacht. Aber es ist einfach so, die Bedingungen, die Rahmenbedingungen schon von Anfang an jetzt miserabel. Der Sommerweizen, die Fläche wird grün. Ob es jetzt Unkraut ist oder Weizen ist, keine Ahnung. Ich war noch nicht auf der Fläche. Und heute werde ich auch einen Teufel tun und drauf gehen mit dem ganzen Wasser. Ja, es wird sich zeigen. Ich weiß es nicht. Also wenn das alles Unkraut ist, was da kommt, dann ist es sowieso scheiße. Ja, keine Ahnung. Sieht eigentlich jetzt so nach Weizen aus, dass der jetzt langsam kommt. Ich habe keine Ahnung. Dann wäre es top. Aber das wird sich noch alles zeigen. Ja, und denkt dran, wir haben ja Fleisch zurzeit online. Schweinefleisch und Rinderfleisch könnt ihr auf www.sebastusum.de kaufen. Grillfleischpakete sind komplett ausverkauft. Und ja, auch wenn Rind oder Schwein jetzt ausverkauft ist, Schwein haben wir, glaube ich, ziemlich, da wird nicht unbedingt was über sein. Aber beim Rind sollte eigentlich dann auch noch was, können wir erst sehen, wenn es zu Hause ist, wie viel Kilo es sind. Wir haben jetzt nicht so viel online gestellt oder nicht zu viel, sagen wir mal so, hoffen wir auf jeden Fall, dass wenn jemand Mischpakete haben will, sprich Schwein und Rind, dass man das schon bestellen kann. Darum ging es eigentlich. Und ja, ne, deswegen, das wird es vielleicht dieses Wochenende geholt. Ich weiß es noch nicht, wann das alles fertig ist. Und dann sehen wir auch mehr dazu. Grillfleischpakete werden aber noch kommen. Also wir haben jetzt nur ein bisschen gemacht.
Anfrage ist ja sehr, sehr hoch danach. Das freut uns auch sehr. Wird auch die nächsten Schlachtungen ein bisschen jetzt erstmal in der Grillsaison darauf gehen, dass wir da auch ein bisschen mehr so Grillfleischpakete speziell machen. Ne, das wird ja sehr, sehr gut von euch angenommen und natürlich können wir uns da auch nachrichten. Gar kein Problem. Ne, ihr könnt uns auch immer schreiben hier, wie sieht das aus? Könnt ihr eigentlich auch sowas machen und so? Ne, können wir immer alles versuchen. Klar, ne, gesprochenen Leuten kann geholfen werden, sage ich immer. Ja, wenn ihr da irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, wie wir was nochmal anders machen sollen oder was ihr dann noch gerne in den Paketen hättet, können wir immer sehen, ob wir das so umsetzen können. Klar, ist gar kein Problem. Ne? So, ich will jetzt das ziemlich trockene Wetter schnell mal nutzen und meine Beleuchtung hier schon mal so anbauen. Also es nieselt leicht. Das sind die Originalschrauben, die hier drin waren. Die ersetze ich jetzt durch die längeren. Ich habe die nur in der Länge. Ich glaube, das sind dann eigentlich 80er oder sowas. Komm hier rein und dann kann ich da gleich meine Beleuchtung raufsetzen. So, denn einmal dadurch, dadurch, so ungefähr richtige Leuchte nehmen. Und jetzt hinten ranhalten. So, so habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Oh, das sind so selbstsichernde Muttis. Natürlich kein Ratschenschlüssel mit. Aber das kriege ich auch manuell angezogen. Das sollte hier nun nicht das Problem sein. Dauert nur ein bisschen länger. Ratschenschlüssel spart immer die Hälfte der Zeit. Ne? Aber das geht. Ja, dann sollte hier so der Punkt sein, das ist ja auch so stabil, dass das nicht verbiegt. Wurde auch noch gefragt, Sebas, warum schleifst du eigentlich die Schweißnähte weg? Hat einfach folgenden Grund. Ich mag es persönlich immer lieber leiden, wenn sie weggeschliffen sind. Immer. Ne, eine Schweißnaht kann noch so schön sein. Ich finde es immer schöner, wenn es glatt ist. Ist einfach so. Aber hier jetzt einfach einen anderen Aspekt. Und zwar, die Leuchte würde natürlich hier auf der Schweißnaht sitzen. Hier hinten wird mich die Schweißnaht stören. Deswegen kam die hier weg. Aber sonst finde ich so Bauteile hier speziell so schöner, wenn sie weg sind. Ne? Auch beim Frontgewicht habe ich sie auch damals alle weggeschliffen. Mag ich lieber leiden. Ne? Sehe ich. Ja, es ist Geschmackssache. Der eine lässt sie lieber stehen, weil die schön aussehen. Also ich finde meine Schweißnähte auch schön, ne? Da gibt es nichts. Aber ich mache es auch gerne an bestimmten Bauteilen. Es kommt immer drauf an. Ne? Ich lasse es auch oft stehen, so ist das nicht. Aber gerade sowas hier finde ich persönlich schicker, wenn das glatt ist. Ja. So geht das doch gar nicht schlecht. Und die Verkabelung hiervon, sollte denn nicht mehr so schlimm sein. Ne? Einmal die ganzen Kabel anschließen. Und ja, beide miteinander verbinden natürlich die beiden Leuchten. Das müssen wir irgendwie unterm Tuch, wollte ich das gerne längs führen, das Kabel. Und dann einmal nach vorne gehen. Und das war es dann auch schon. Ne? Also das ist schnell gemacht. Wie gesagt, das ist nicht so das Problem. Hier werden wir auch nochmal die Schrauben abschneiden. Ich habe jetzt keine Flex mit, dass die Gewinde nicht so überstehen. Muss ja nicht unbedingt sein. Finde ich nämlich auch schöner. So, nun haben wir ihn noch gleich. Also Löcher passen ja anscheinend. Ich war erst im Überlegen, ob ich hier so Leuchten nehme. Es gibt ja diese Funkleuchten mit Magnet. Aber dann dachte ich auch, wenn vibriert das zu doll, den Feinsiedler drunter. Oder hier, der Akku davon ist leer. Und ach,
Nee. So sieht das denn wohl aus. Ja, ist doch mega. So, siehst du wohl, Berechnungen haben gepasst. Das setzt schon mal. Jetzt soll es nur noch aufgehen. Das habe ich jetzt auch noch nicht getestet. Jawohl. Guck mal, da geht er vorbei hier. Das war mir so wichtig. Ne? Dann können wir das nämlich auch aufklappen. Sehr schön. Das ist doch gewaltig. Denn, das gleich mal von der anderen Seite, sitzt das doch. Cool. Da haben wir die Leuchten schon mal dran. Das war schon mal die halbe Miete. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, benutzt ihr diese Funkleuchten, diese aufladbaren? Und wie zufrieden seid ihr damit? Also wie gesagt, ich habe das gesehen und so und dachte, ja, wäre vielleicht was fürs Mähwerk. Aber dann dachte ich, ist auch blöd, ein Akku leer, wie gesagt, und sowas. Und weiß nicht, ob das hält hier. Also Mähwerk, es vibriert hier doch in irgendeiner Art und Weise und sowas. Und ja, habe ich mich einfach dafür gegen entschieden. Andererseits könntest du sie natürlich für andere Geräte auch benutzen. So, ihr habt noch hier geschrieben mit dem Kuppeldreieck. Das ist wahrscheinlich selbst gebaut, das ist möglich, weiß ich nicht. Problem, dass das Frontmähwerk nicht ordentlich sitzt, schrieben viele, dass hier unten die Laschen falsch sind. Normal gehen sie am 90-Grad-Winkel und würden dann hier sitzen. Das würde natürlich das Mähwerk weiter nach vorne setzen. Dementsprechend werde ich mir vielleicht noch ein anderes Kuppeldreieck besorgen. Und hier noch neue Verschleißkufen für das Mähwerk, die brauche ich auch noch. Ne? Ja, so sieht das aus. Ja, es geht endlich mal weiter im Projekt Motorsäge, weil die Teile sind endlich mal angekommen. Ja, hier einmal ein neuer Luftfilter, ne? Den wollte ich einmal neu nehmen, aber hier das wichtigste Teil eigentlich. Hoffen wir mal, dass das passt. Und zwar einmal eine neue Kupplungsglocke. Und hier das Wichtigere davon, das Lager, das jetzt passt. Oh, das sieht sogar passig aus. Ja, sehr gut. Dann könnten wir das ja alles verhaften. Hier ist es jetzt ein bisschen anders. Bei mir, ich habe noch das alte System, sitzt da so ein Zahnrad drauf. Heutzutage ist das denn so. Soll auch funktionieren. Ne? So. Jo, denn könnten wir mal ein bisschen Fett holen, das Lager draufsetzen und dann die Kupplung darauf drehen. Ich habe auch jetzt einen passenden Kolbenstopper gleich mitbestellt. Dann können wir das Ganze nämlich ganz geschmeidig andrehen. Ne? Und wie gesagt, hier noch einmal den Luftfilter, ich denke, wartet mal, das kann ich euch ganz schnell mal zeigen. Wenn ihr den Unterschied seht, ich glaube, da braucht man nicht lange überlegen, ob der mal neu soll. Ne? Ja, ich glaube, da gibt es eine Leistungssteigerung von 100 PS. So. Setzen wir gleich rauf, bevor der Staub raufkommt. Ja, da können wir auch sogar mit einem Schlitz rauf. So, dann kann er schon mal wieder frei atmen, im Gegensatz zu dem hier. Junge, Junge. Ja, gut. So, dann hole ich mal ein bisschen Fett, was wir hier raufschmieren. Und dann können wir das Lager da raufpacken. Wir sollen diese Scheibe nur nicht vergessen. Bin ich denn richtig? Das muss ja so rum rauf. Anders geilert ihr nicht. Muss ja so gesessen haben. Ja. Ne? Ich hoffe, dass das dann auch alles bei mir jetzt so passt. Aber das werdet ihr wohl, wa? Wenn man das sich jetzt anguckt hier. Na, will das Lager nicht. Das wird gleich erst mal hier, wenn der dahinter sitzt. Ja. Ich hole mal ein bisschen Fett und dann muck wir das mal. So, dann packen wir hier mal ein bisschen Fett drauf. Schon mehr als genug. Hier auch gleich. Soll ja nun auch nicht auf die Kupplung gehen. Bruno hat es wieder nett mit der Katze.
Aber die Katze ist auch gemein, die ärgert ihn wirklich immer. So soll das sitzen. Sehr gut. Dann kommt die Scheibe hier. Und dann kommt die Kupplung. Wird jetzt den Weg gedreht oder? Das ist ein Normalgewinde. Na, was bist du? Rechts- oder Linksgewinde? Linksgewinde. So. Dann sitzt das Ganze schon. Dann können wir hier einmal die Zündkerze schnell rausnehmen. Können wir das sogar mit dem Schlüssel? Was ist denn das? 19 oder was? So. Dann brauchen wir den Kolbenstopper. Der sollte jetzt hier passen. So, und dann können wir schon das Ganze einmal festziehen. Was ist das, 17 oder 16? 16. Sowas hat immer ein komisches Maß, ne? Oder ist das sogar 15? Ne, 16. Aber das ist doch jetzt kacke. Die Scheibe hatte ich doch zwischen, ne? Weil jetzt hat die Kupplung keinen Freilauf. Das soll mich hier bis zum Schluss ärgern. Oder sollen wir sie so... Ne, das kann ich ja nicht. Ne, das geht ja nicht. Das Problem ist die Kupplungsglocke. Ist vom Ding hier identisch, aber nicht ganz. Das diese Nasen hier hinten, glaube ich, muss ich einmal abnehmen. Dass er näher rankommt. Er muss mit dem Lager bündig abschließen, dass die Kupplung hier am Gewindeende anliegt. So, dass hier nachher ein Freiraum entsteht. Vielleicht können wir uns auch die Scheibe sparen, weil er hier drin schon was hat. Können wir nochmal vorher probieren? Ne, das langt noch nicht. Diese Nasen hier müssen einmal ab. Ja. Das ist so. Dann könnte es klappen. Seht ihr das? Diese Nasen hier? Die habe ich hier nicht. Und meiner Meinung nach stört das. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Das ist doch immer blöd, ne? Und ich bekomme keine anderen Teile. Das ist einfach Fakt. Wenn wir jetzt hier messen, da haben wir keinen Stab mehr dran, gewaltig. Ja, wenn die Nasen ab sind, habe ich genau das Maß, was ich haben soll. Dementsprechend werde ich die schnell abnehmen. Ich glaube, die schleife ich runter. Mal sehen, wie gut das geht. Hier, dann kann ich ein bisschen besser einspannen.
Dann Schweißpunkt. So. Was ist das denn jetzt? So. Falsche. Nee, doch. War doch richtig. Ja, dann sieht das Ganze jetzt so aus, ne? Und dann probieren wir das mal wieder. Irgendwann müssen wir doch mal diese Säge hier zum Laufen bekommen, würde ich mal sagen. Oh, den noch vergessen. Ich weiß auch nicht, warum da nicht direkt Zahnrad drauf ist. Aber so ist das manchmal. So. Ist nicht noch. Warte mal. Komm raus. Nicht, dass wir hier noch. Nee, so. Fett auf der Kupplung haben. Von meinen Fingern jetzt. Das wäre nicht so geil. Aber die Kupplung an sich ist noch gut. Ich habe auch überlegt, dass wir die gleich mitbestellen. Aber da sah ich jetzt gar keinen Sinn drin. So. Aber er ist denn immer noch fest. Das ist doch blöde. Das will mich nun ärgern. Aber wenn wir die Scheibe weglassen, wartet mal, vielleicht liegt da jetzt der Fehler. Weil hier ist ja eine Scheibe drin, dann sollte es gehen. So. So, komm dem Ziel immer näher. Genau. Nun läuft es sehr gut. So. Den Kolbenstopper wieder raus. Zündkerze. Denn könnte sie, hoffe ich, wieder laufen. Das wäre doch genial, wenn wir das Projekt erstmal abschließen. Die liegt jetzt ja, also die war geplant, dass ich sie noch zum vorm 1. April fertig bekomme. Ja, so war der Plan. Aber oft geht der Plan ja planlos los, ne? So, der kommt so rum ran. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob sie läuft. Kommt er nicht so rum ran? Der kommt so rum ran. So, ja. Gut. Auf ein neues. Jetzt soll die Kette noch über dieses Ding da passen. Das wäre schon schön. Aber... das sehen wir. So. Oh je, die Kinder kommen.
Ja, ich baue das mal zusammen und dann gucken wir uns das gleich mal gemeinsam an. Hier hätte der Zündkerzenschlüssel sogar gelegen, direkt hier bei der Motorsäge. Aber macht ja nichts. So, dann haben wir das soweit zusammen. Dann wollen wir mal gucken. Puh, hier oben lasse ich jetzt erstmal alles ab. Ach nee, einen Starter soll ich auch noch dran haben. Ja, dann müssen wir auch oben das Gehäuse. Oh, 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 oh. Das kommt so. Aber vorher kommt vorher der? Nee, weiß ich auch nicht. Ja, ich setze das schnell mal zusammen. Ja, eine Schraube fehlt mir. Bin ich noch am Suchen. Da wird er wohl auch noch auftauchen. Mal sehen, ob er ansprengen will. Warum will er nicht? Das versteht jetzt auch keiner. Sag mal, der kann Sprit oder was? Das ist doch jetzt merkwürdig. Hä? Den Zündkerzenstecker nicht ordentlich drauf. Also, das ist mir jetzt gerade zu hoch. Da haben wir ja nun nichts verändert. Sachen gibt es manchmal, da weiß ich nicht. Das ist doch merkwürdig. Die ist kurz vorm Kommen. Irgendwie ist sie abgesoffen, vielleicht weil sie so auf der Seite lag, dass sie das nicht abkonnte. Vom Vergaser her, ne? Puh. Komm hier auch noch ein Schwitzen hier. Kann ja wohl nicht sein. Leute, schätze, das wird es sein. Die lag ja die ganze Zeit so. Ja, normal steht sie ja immer. Geht auch noch. Ja.
Ja. Ach, hier ist die Kette. Ich wunderte mich schon, dass sie so runter ist. Habe die falsche Kette drauf. Ich habe die alte drauf. Ah ja. Aber sie läuft. Gott sei Dank. Da haben wir das Projekt auch endlich mal abgeschlossen hier. Mann, das wurde aber auch mal Zeit. Ja, das war's dann aber auch wieder zu diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, vergesst den Daumen nach oben nicht. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.